Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, hier mit mir, dem Razor Games. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Loch zur Hälfte ausgegraben, will ich jetzt einmal mal behaupten. So, Timer muss ich auch noch starten, mein Kabel muss ich nicht, ich bin ja richtig geplant hier. Aber deshalb muss ich wenigstens nicht mehr in den Einstellungen rumfummeln, das mache ich ja immer ganz gerne davor. Ja, wir machen gerade einmal das Loch weiter und ich mache hier mal mehr lauter, das ist, der Player ist echt noch nicht optimal, aber naja, müssen wir mal gucken. So, ich kann aber mal weiter, ja. Was anderes kann ich ja sowieso nicht. Ich habe ja nichts anderes gelernt. Wissen ja nicht viele, aber ich bin einfach so ein leidenschaftlicher Lochgräber. Ich gehe mal gerne in den Garten und grab da auch Löcher. Ne, mach ich immer. So, wir kommen nämlich an die Monsterfalle rein. Ich bin voll. Nee, doch nicht. Lol. Weil hier kommt nämlich die Monsterfalle rein, beziehungsweise sie kommt hier drunter. Ja, das wollte ich einmal mal so gesagt haben. Nö, wisst ihr alle. Und dann müssen wir auch unbedingt mal auf eine Höhlentour wieder gehen. Ne, das ist ja schlimm. Schlimm ist das hier, ne? Weil wir langsam einen Rohstoffmangel haben, will ich mal sagen. Einen sehr großen sogar manchmal. Also was heißt manchmal langsam so halt. So mit der Zeit. Denkt man sich so, what? Boah, das Geräusch, ne, ohne Spaß. Bum, 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 bum. Ich scheiß Erde. Egal. Ah, schön. Und wer sich fragt, warum ich die Thumbnails mit, warum die jetzt anders aussehen, das ist einfach daran, dass ich die mit dem Premium-Programm Paint erstellt habe. Jetzt, also die 50. Stimmt, wir hatten jetzt 50 Folgen schon, ne? Krass. Egal, auf jeden Fall. Warum die mit Paint, warum die so gemacht, warum die so scheiße aussehen, die sind mit Paint gemacht worden. Und es lag einfach daran, dass ich gestern irgendwie mit Photoshop ein paar Probleme hatte. Und dadurch, dass mir eine Folge... Oh Gott, Leo, nein, du möchtest... Oh Gott, egal. Jetzt haben wir auch ein bisschen im Hintergrund, weil er möchte nämlich gerade aus der Tür raus. Aber die Tür ist ein bisschen weit weg, ne? Kann ich gerade nichts machen. Ja, ja, Leo. Ja. Ne, aber Leo, wenn der miaut, ne, das klingt immer schlimmer als es ist. Also ich halte ihn ja nicht gefangen und vergewaltige den immer oder sowas. Der ist immer so eine Dramatik. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der habe ich mit Paint gemacht, weil Photoshop bei mir gestern was rumgespackt hat. Und ich brauche dieses verdammte Thumbnail. Da ich dachte, mir kommen, schmeiße ich immer Paint an. Jetzt habe ich mir ein anderes Programm mal runtergeladen, falls Photoshop wieder solche Probleme haben sollte. Und zwar PaintShop Pro. Aber da auch wieder eine etwas ältere Version. Ne. Da, und jetzt sollte ich die Thumbnails wieder normal hinbekommen. Also das sah ja auch echt scheiße. Also sieht ja auch scheiße aus. Sah ja nicht nur scheiße aus, sieht immer noch scheiße aus. Die 50 da. Aber besser als kein Thumbnail. Weil der 49er nehme ich... Leo. Weil der 49er nehme ich gar kein Thumbnail. Ne, das ist natürlich dann auch nicht optimal. Aber gut, so hat dann jeder hier seine Bespaßung gefunden. Das Lied ist übrigens auch neu drin. Denn es klingt so ein bisschen wie so ein Sims 3 Lied, so in der Charaktererstellung. Na gut, das ist vielleicht noch nicht, aber gleich. So ab hier. Finde ich so. Weiß ja nicht. Eventuell. So, jetzt hier, das weg. Oh, hier noch. Ja, Leo steht gerade vor der Tür. Boah, mit dem neuen Photoshop kann ich ja noch mal Leo ausschneiden, ne? Dann immer in die Thumbnails reinpacken, wenn er damit rumspackt. So, jetzt haben wir nämlich hier ganz viel Erde. Boah, ich muss eben hier, ne? So. Haben wir ganz viel Erde. Und jetzt brauchen wir noch mehr, ne? Weil wir müssen jetzt alles aufschütten. Ja. So war das auf jeden Fall geplant. Lalala, hallo, geht's euch schön gut? Guck mal, wir gehen, haben schon wieder fast, das heißt fast, sind schon wieder fast hier im Dunkeln.
Wir stehen hier echt im Dunkeln, wenn wir die Stromrechnung nicht zahlen. So, ich finde einfach mal das ganze Inventar. Ja, Leo. Ja, du fühlst auch über das... Leo. Tut's, als ob der gequält wird, ey. Der steht da nur vor der Tür. Oh, jetzt habe ich hier Samen reingetan. Nicht so überstürzt. So. Den Apfel können wir mal eben hier vernaschen. Achso, nee, können wir gar nicht. Ja, ja. Komm, Leo, du bist doch so ein Flauschiger. Hm? Ich wusste, dass das, wenn ich jetzt aufnehme, der keiner drin ist, dass er da rummiaut, aber dann dachte ich mir so, okay, komm, dann lass ich ihn einfach mal drin, mal gucken. Und jetzt, tja, Leo, jetzt stehst du dumm vor der Tür, möchtest raus, weil ich mache nämlich auch die Tür zu, auch wenn gerade keiner da ist, ich mag das irgendwie nicht, wenn ich aufnehme, dann ist die Tür auf, das ist irgendwie, weißt du, jetzt kratzt sogar schon an der Tür. Schöner Kater. Naja, Leo, dann müssen wir noch eine Viertelstunde durchhalten, ne? Ja, das finde ich auch nicht so super, dass du jetzt hier rummiaust, aber... Leo. Mau! Boah, Katzen imitieren ist bestimmt auch ein geiler Job. So, auf der Bühne. Dann imitiert man so einen fetten Kater. So, was kommt eigentlich jetzt für ein Lied? Ich weiß gar nicht. Lalala. Mau! Mau! So. Was habe ich denn? Warum imitiere ich jetzt plötzlich Leo? Also Leo ist mein Kater, ne? Das ist jetzt nicht irgendein so komisches Kind oder sowas. Das ist ein Kater. Ja, ja. So, wie lange muss ich? Ich muss bis hier, ne? Ja, Leo. Ich muss nämlich hier dann so und so, so. Ja, ja, ah, ah. Mau! So. So, ich habe das letzte Mal nachgemacht. Jetzt muss ich mal hier wieder ein bisschen ernst an politischen Themen ranreichen. und zwar, Uli Hoeneß ist im Gefängnis. Ja. Ich finde, er hat es nicht anders verdient. Und ich finde, mit 3,5, also 3 Jahre und 6 Monate, jetzt habe ich es, ist er sogar noch ganz gut weggekommen, ganz ehrlich. Ich meine, Höchststrafe war 10 Jahre. Jetzt sind es nur 3, also 3,5 Jahre, aber... Weil ich finde, er ist damit echt gut weggekommen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also soll ich ja nicht beschweren. Gut, hat er auch noch nicht, aber... Er sollte auch schön seine Klappe halten. Meiner Meinung nach, weil... Ne? Klar, Freispruch wäre zwar schön, aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt nach 3,5 Jahren, dass er wieder rauskommt. Ich wette, da ist nach 1,5 Jahren wieder raus oder sowas. Leo, das ist jetzt mein... Ab jetzt meine neue Hintergrundmusik. Mein Gott. Der tut so, ob ich ihn gefangen halten... hier rein. Gefangen halten würde, obwohl es ja gar nicht mal so schlimm ist. So, oh, jetzt habe ich gerade was auf den Boden geschmissen. Scheiße. wir haben Carrots. Dicke Carrots. Aber ich warte noch ein bisschen mit dem Essen. Wobei kommen die? Weil ich cool bin. Wow. So, das Wasser muss dann auch weg. Weg. Hinfort. Die Rose. So, hier, genau, hier ist die hässliche Dreckwand. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich nicht hören den Kader, weil die Musik ziemlich auffällig ist. Was heißt auffällig? Bedränglich. Ah, schön. Ich muss sagen, die 30 FPS, die freuen mich gerade schon wieder so ein bisschen. Aber dann können wir eigentlich mal hier, ne? So, da. Genau so machen wir das. Und da ist es hier noch 29. Oh mein Gott, das Spiel ruckelt jetzt. Oh, egal. Müssen sowieso die Spieler noch ein bisschen anpassen, weil sonst so lasse ich das ja nicht. Wobei ich das vielleicht sogar offen lasse, weil hier kommt jetzt sowieso eine Falle rein, ne? Das heißt, im Prinzip ist es doch besser, nicht einfach auflassen, dann sind wir nämlich jetzt schon fertig. So, auf dieses Gebiet wird die Falle gebaut.
Ja, das Ding ist jetzt allerdings, wie weit gehen wir runter? Am besten bleiben wir ganz weit oben, damit wir später noch schön reinfließen können ins Lager. Weil nach oben können wir nicht immer mit dem speziellen Trick mit zum Aufzug. Ja, ja, Leo. Deshalb wir einfach sagen, wir gehen jetzt mal hier so. 1, 2, 3. Ach so, das Sandstein. 3, 4. Und dann können wir hier da einfach nicht so die Fläche, oder? Habt ihr was dagegen? Nee, okay, gut. Ich auch nicht. Aber guck mal, nur 2, ja, das heißt. Mau. Oh. Mau. 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 Das müsste man sagen, als Antwort, weil so Mau. Mau. So, weiter geht's hier qualitativ hochwertig. Mau. So, wer geht denn das? Ja, guck mal. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Lalala. Was denn hier? Ach so, Gras unter der Erde. Wer kennt es nicht? Dem, 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 dem. So. Kommt die Frage sowieso wieder weg, aber gut, wir haben jetzt die Tageslicht. Ja, gut. Okay, auch oder auch nicht. Kommt sie mal auf den Boden. Das ist auch ein cooles Lied, finde ich. Kann man gut als Infomusik nutzen, glaube ich. Aber ich mach's nie. So, hier mal alles wegkloppen. Ja, ey, Mann, 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 alles weg. Dum, 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 dum. Dumbledore. Wieso ist das die... Ach so, weil da gerade Wasser war, ne? Wir hatten gerade einen Wasserschaden in Höhe von 20 Millionen Euro. So, und heute auf dem Weg nach Hause, unglaublich, habe ich eine Hummel gesehen. Das erste hässliche fliegende Tier. Wobei, ne, ich habe schon mal vor 2 Wochen eine am Fenster kleben gesehen. Habe ich erstmal fotografiert. Aber in einem anderen Zweck. Muss ich jetzt aber auch, glaube ich, nicht erläutern. Und habe jetzt heute aber eine in Aktion gesehen, also nicht, weil ich glaube, die am Fenster war irgendwie ein bisschen erstarrt. Keine Ahnung. Was ist denn hier? Oh, Glas. Wer findet das denn nicht? So. Ja, und zwar waren wir heute im Vorgarten in an Maiglöckchen. Also ohne Spaß, ne? Wenn es jetzt noch einmal kalt wird, haben wir im Sommer keine Bienen mehr oder keine Hummeln, kein gar nichts, weil dann alle absterben, aber keine neuen Eier legen. Frage ist, ob es denn überhaupt noch eine Population gibt. Ja gut, kleine Bienenstöcken halt aber, ne? So in freier Natur dann nicht mehr so die nächsten. Zumindest nicht diesen Sommer. Aber ich glaube, es wird nicht mehr kalt, ne? Ich glaube, die sind immer früher da. Die Frage ist, ob der Zyklus von denen jetzt auch komplett durcheinander gebracht ist. Weil, ob die jetzt dann auch schon im August dann schon, ich weiß gar nicht genau, wann die, ich hatte Biologie, hat sich ja noch NWA genannt, hatte ich das letzte Mal in der 6. Nicht das letzte Mal, aber das letzte Mal das Thema in der 6. Boah, wann legen die denn, wann die befruchten oder dann machen die da ihre Wuschelbabys. Aber die müssen doch eigentlich viel früher das machen, weil nehmen wir es immer nach einer bestimmten Zeit, denke ich mal, oder machen die das anhand des Klimas, wobei das dann auch komplett durcheinander gebracht werden könnte, eventuell. Man muss halt gucken. Weil dann wäre es doch das Leben einer Biene komplett anders irgendwie, dann wird es ja immer so verschoben. Naja, Fragen über Fragen, aber keine Antworten. So, ja, müssen wir eigentlich noch gehen, das sehe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, aber doch, ich sehe es dann, wenn da so eine hässliche Dreckwand ist. Dreckwand. Dim, 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 dim. Guck mal, Leo hat sich inzwischen wieder... Alter, wie du mich anguckt! So, scheiße. Leo, Mann, du kleiner... Ja, du kannst gleich raus. Ich muss nur noch eben hier ein Video machen. Und dann noch hochladen. Nee, nicht hochladen, aber noch rendern. Und dann kannst du raus. Ah. Das ist so spannend. Boah.
Über was können wir denn reden? Über Klebepistolen. Wer kennt die überhaupt noch einer ohne Scheiß? Das sind ja auch so Sachen, ne? Da denken wir auch so, die sterben auch mal langsam aus. Diese Klebepistolen, die hatten wir früher im Kindergarten. Die haben mal ganz heiß wurden, so hinten wurde so Kleber reingesteckt und dann wurde der immer so nach vorne gezogen. Jetzt muss ich immer besser geschmeißen. Dann wurde der immer nach vorne, wobei den Stein die Erde, oder? Erde oder Kohle? Nee, nicht Kohle, Kohle. Aber Sandstein ist halt. Ja, da wurde die in der Kleber. Oh Gott, das bin ich aber nicht. Qualitativ mal wieder das endschiffe Niveau. So, dann kam war da hinten immer so ein Klebestift, dann hat man so drauf gedrückt und wurde so ein bisschen nach vorne geschoben, erhitzt. Dann kam vorne so Flüssigkleber raus. Der ist dann auch schnell getrocknet. Aber das benutzt eigentlich keiner mehr. Wobei das auch kein offiziell, kein weiß, das kommt ja nicht wirklich offiziell oder professionell, wenn du da mit so einer Klebepistole dann der ganzen Sachen da machst, zum Beispiel so einen Brief zuklebst oder sowas. Weiß im Amt oder sowas, das machst du ja nicht mit der Klebepistole, das machst du dann mit irgendwelchen Klebesticks. Klebepistolen sind eigentlich eher so für Kinder, wobei die eigentlich gefährlicher sind, oder? Also was heißt gefährlicher? Wobei, dadurch, dass Kinder die nicht mehr so leicht trinken können, also was heißt trinken, in den Mund stecken können, weil doch können sie aber in den Mund stecken, ich weiß nicht, was sie bringen. Naja, ist auch so ein Rätsel. Ich finde es auch cool, wenn es hier mal Vulkane gäbe in Minecraft. Irgendwie, keine Ahnung. Ne? Irgendwo so ein Magma, dann, auch so unten drin ist, wo du dann voll viel Lava hast. Ja, und ich benutze Fachbegriffe. Oben Lava, unten Magma. Finde ich sehr schön. Ja, Leo, jetzt hast du dich gerade... Guck mal, das sind noch 4 Minuten. Und ich muss die Folge jetzt sogar echt um 20 Minuten ändern, weil ich nämlich jetzt nächste Woche in London bin. Ne? Wisst ihr alle Bescheid. Och man, ne? Also bin ich in London, muss ich halt noch voraufnehmen, deshalb muss ich die Folge jetzt echt so auch beenden, wie ich es immer vorgesehen habe. Und jetzt kann ich nicht sagen, immer 30 Minuten, dann nochmal 40, da mal ein Special raus, sondern es geht einfach nicht. Ah. Miau! Miau! So. Miau! Hört mal, ich bin der Grund, ansonsten denkt ihr wahrscheinlich so, was macht denn auf eine Scheiße? Mit dem Katzenwort. Ah, Leo, ne? Du bist auch so ein kleiner, ne? Ein kleiner, ja, ich nenne einfach mal böser Mensch, ein böses Tier. Und Leo verprügelt ja auch immer ganz gerne Leute. Wisst ihr ja alle, der ist so gewalttätig wie sonst keiner, ne? KK steht bei dem für Killer Kater. Alter, ich sag gerade die Tür aufgemacht. Miau, 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 miau. So, Oh, ist das wieder dunkel hier, dunkel. Oh, komm, die Reihe mache ich noch eben. Da müssen wir so einen Remix draus machen. So, jetzt müssen wir aber lassen mal in die Haia, ja. Haia. Haia. Mal Leo, kannst du einmal die Fresse halten? So. Ja, ich möchte immer noch eins so hier ins Bett. So. Ein gutes Nächtle. Und ich würde sagen, in dem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Ja, mein Kater Leo, der verabschiedet sich nämlich auch mit seinem Miau. Komm, Miau nochmal. Aber es ist ja, dass ich aufs Bett gehe, dass ich genau jetzt, wo ich raus kann, dass ich... Komm mal, Leo, sag nochmal was hier, komm. Leo. 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 Geh
Genau, guck mal, Leo hat sich auch gerade verabschiedet, weil er das gehört hat. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge von Minecraft. Macht's gut, ciao. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.